Alkohol macht der Mann? Ja. Machst du seinen Schwanz? Ich liebe ihn. Und spritzt er dir ins Gesicht? Ja. Wie schmeckt es? So ähnlich wie du, Blutsüßer. Was ist das hier? Glutenfrei und vegan. Was ist das denn? Vegan. Vegetarisch. Wie dass ich mir selber eine Stulle gemacht habe. Das ist nämlich eine 10 von 10. Nicht der Derzeit. Howdy, Partner. Du müsstest jetzt einen Fokuhila haben und dann wärst du einfach ein Tracker. Ja, aber dafür sind meine Haare leider noch nicht lange noch. Aber du bist ja am Machen, ne? Ich bin am Machen, ja. Naja, ist ja richtig. Ich bin halt ein Macher. Norman, wie lange bist du schon dabei? 2019, wann war denn die erste Tour? Vielleicht erfolgreich wurde. Davor den Schmutz wollte ich mir nicht hin. Nur ein Nightliner. So ist krass. Willst du einen Job bei uns? Du weißt, was der Flufferboy ist? Ja, bei Pornos gab es ja noch kein Viagra und so. Und da gab es halt so Fluffergirls. Oder Boys. Und die haben halt so während den Drehpausen musste. Ist der Schwanz ja runtergegangen? Die haben halt den Schwanz wieder hochgeblasen. Ach so, du meinst, dass von meinem Astralkörper die Schwänze hochgehen? Ist ja nur Blasen. Da kannst ja, du auch aussehen, ja aussehen, wie du willst. Ich guck da eh nicht hin. Es ist folgendermaßen. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob die Bar da steht. Und wenn ich jetzt runtergehen würde und die Bar stünde noch nicht da, wäre ich ja umsonst runtergelaufen. Und das kann ich nicht zulassen. Ganz einfach. Gian. Scheiße. Wisst ihr, ich hab 5 Minuten zu lange gewartet. Jo. Okay, ich war schon auf dem Weg, aber ich geh nochmal zurück. Hier. Man soll schon als Kind anfangen zu rauchen. Ganz einfach. Sind das die unversteuerten Zigaretten? Nein. Ich würd sagen, du brauchst Alkohol, oder? Ich brauch Alkohol. Kann dir Bacardi, Rest und Sprite geben. Würde ich nehmen. 13,55. Ist aber nicht kalt, ne? Ist ja egal. Ja, das war mir klar, dass es dir egal ist. Du, Wirkungstrinker. Ja. Kein Genusstrinker. Ah, oh, gutes Bier. Mhm. Ist der feine Herr hat diese Treppe und so gebaut. Oh, du hast die Kamera laufen, ne? Ich bin für die Sicherheit verantwortlich und sorge dafür, dass niemand verbrannt wird, dass das Konfetti niemand ins Gesicht haut und danach kann ich dann saufen. So wie alle anderen Mitarbeiter auf der Bühne niemals was trinken würden. Und das der ist ja alles immer Zitronentee in verschiedenen Farben. Sprite. Und der, oh, boah, das ist aber echt zu hart, die Mischung. Alter, das brennt. Geh mal weg von den Flammen damit. So, der Herr hat das Set gebaut. Boah, Alter, ich bin besoffen. Aber auch das läuft ja nicht immer, wie ich gerade mitgekriegt habe. Liegt natürlich daran, dass man richtig einstecken muss. Kann nicht lustig so auf dem Spot. Ich bin auch sowieso nicht lustig. Ja, ich mache den Ton einfach für Finch und für Assi dann natürlich. Mhm, genau. Für Breu. Und heute ist Next nicht dabei, ne? Nein, der ist leider krank. Ja noch. Ich habe das Gefühl, dass die Laune vom Team nicht so doll ist. Ne? Nur so kurze Info, Dickusch wartet oben, der muss da scheißen, der hat sie mir ausgehalten. Dass du Bescheid bist. Das sind Dave und Olli. Das sind sehr scheue Tiere. Trauen sich noch nicht sehr viel. Dave kriegen wir langsam so. Olli ist ein bisschen schwieriger. Olli hat einen richtigen Brecher, Alter. Aber hier. Also wirklich. So eine Keule. Also Lexikon-Stil ist ein Witz dagegen, Alter. Max, wie ist das, DJ bei Finch zu sein? Aufregend anders. Er lacht sich tot. Man muss auch DJ Max fragen, wo er sonst so auflegt. Wo legst du sonst so auf? Was für Musik er sonst so auflegt. Was legst du sonst für Musikgenres auf? Deutsche Volksmusik. Stand letztens in der Bahn, da war ein Mann. Der hatte einfach keine Maske auf. Du musst erstmal wieder runterkommen. Das war gerade so lustig. Nee, du hast so viel Bass in der Stimme. War too much. Stört sich, wenn ich hoche beim Essen? Nee. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Wer als erstes aufgeblasen hat. Ich! Pack ihn, pack ihn! Aber nee, ey, das haben wir uns verdient heute. Wer saufen will, kann sich heute totsaufen. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir alle nächstes Jahr wieder sehen und dass wir heute Spaß haben und heute nochmal ein schönes Heimspiel haben. Weil ich glaube, das wird heute nochmal vergleichsweise mit Braunschweig von der Stimmung her, weil die Leute einfach nur unseretwegen hier sind. Auf euch! Meine Nachbarn ist aber richtig so. Und wenn sie weiter suchen, dann will ich
auf seinen Kehlkopf setzt, ich würde kommen durch die Vibration. Okay. Ich kann abdanken. Erfolgreicher Sommer. Ich feiere deine Optik, die ist so schön. Ich habe das im Gefühl, einfach nicht ich habe mit ihm wieder geredet und dann haben wir uns wieder hochgeschaukelt und dann meinte, machst du ihn nicht, so weißt du was? Dann komme ich zur letzten Show mit einem Schnauzer. Der so, okay. Nichts ist für die Ewigkeit, nichts ist hier so, nur wir uns das Leibwand sind schon lange, lange da. So, meine Freunde, das war Potsdam. Das war irgendwie der ganze Sommer. Das war das letzte Konzert. Open Air. Wir haben noch Silvesterkonzert, ein, zwei kleine Dinger. Und dann würde ich sagen, eigentlich warten wir alle nur auf die DDR-Tour. Wir warten alle auf den März, wenn es wieder richtig abgeht. Indoor-Konzerte auf ein neues Level bringen. Das war ein Warm-up, die ganzen Sommer über. Heute geil in Potsdam abgerissen. Jetzt geht's nach Hause. Dann sammeln wir Energie und wir ficken im März. Ich sag's nochmal. Wir ficken im März und April. Ficken wir die Live-Szene. So was gab's vorher noch nicht. Das wird krank. Da kann sich jede Stadiontür hinten Scheier abschneiden. 60.000 kaputte Menschen. DDR-Tour. Meine Freunde, ich habe sehr gute Nachrichten für euch. Und es geht wieder los. Und zwar 2023, leider erst im März, aber diese Tour, die DDR-Tour, wird absolut geisteskrank. Wir reden davon, dass wir zusammen wieder auf Tour gehen und richtig abreißen. Freitag 15 Uhr, Eventim abchecken und Tickets holen. Seid dabei, wenn wir wieder eskalieren. Es geht wieder los. Finch on Tour, DDR-Tour, ja! Yeah.